Herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Video hier auf Technikcasting. In diesem Review geht es um den Inatec WP1002, einem Wireless Presenter für Mac und Windows. Zuallererst schauen wir uns mal alle Tasten an. Es gibt eine Enter- und Tab-Taste. Hier seht ihr das Batteriefach. Und hier unten könnt ihr dann den USB-Adapter rausziehen, den ihr ganz einfach an euren Laptop oder PC stecken könnt und ihr braucht keine weiteren Treiber installieren. Bei Mac habe ich die Erfahrung gemacht, es wird euch der Tastaturtreiber geöffnet, das könnt ihr allerdings entweder überspringen oder durchgehen und danach könnt ihr den Presenter auch so verwenden unter Mac. Hier habt ihr den On- und Off-Schalter, ihr habt eine Laserdistanz von ca. 200 Metern und eine Bedienungsdistanz von mehr als 30 Metern. Wenn ihr hier den Laser aktiviert, seht ihr da oben, die LED leuchtet grün. Ihr habt natürlich Page Up und Page Down, genauso wie eine Hyperlink, den ihr auswählen könnt, mit der Tab-Taste auf der Seite und der Enter-Taste. Hier seht ihr noch den Lieferumfang. Der Inatec kommt mit einer Bedienungsanleitung und hier seht ihr auch nochmal abgebildet, dass das Ganze sowohl für Mac als auch für Windows verfügbar ist. Qualitativ macht der Presenter einen einfachen, aber soliden Eindruck auf mich. Mir gefällt, dass er sehr leicht ist, das macht ihn komfortabel zu transportieren und ist meiner Meinung nach optimal für ein Gerät, was ihr halt zur Uni oder auf die Arbeit mitnehmen könnt. Auf Amazon bekommt ihr den Inatec Presenter schon für 12,99 € und ich finde wirklich, er erfüllt alle Features, die ein PowerPoint Presenter haben soll und deshalb finde ich den Preis im Vergleich zu Konkurrenzprodukten wirklich sehr günstig und kann ihn euch nur empfehlen. Ein Link ist unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal, kommentiert dieses Video und bleibt dran. Ciao!